Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe endlich für euch das Video vorbereitet zu meinem Beruf, also der Gesundheits- und Krankenpflege. Und habe mir hier mal so ein paar Notizen auf in meinem Blog gemacht. Und ja, ich würde mal sagen, fangen wir mal an und kommen schon direkt zur ersten Frage, die ich mir mal ausgedacht habe. Also ich habe mir hier so ein bisschen was zusammengestellt, was ich persönlich interessant finden würde. Genau, jetzt lese ich einfach mal so nach der Reihe die Fragen vor und werde sie dann einfach für euch beantworten. So, Frage Nummer 1. Ist der Beruf mein Traumberuf oder wie lange habe ich denn schon im Kopf gehabt, den Beruf auszuüben? Also tatsächlich habe ich schon in der Grundschule zu meiner Oma gesagt, Oma, ich will ins Krankenhaus und ich will da Krankenschwester werden. Und dann hat meine Oma damals gesagt, ja, aber da musst du auch mit Blut und so in Kontakt kommen. Und dann habe ich gesagt, oh nee, mit Blut, das will ich dann doch nicht. Und ich war aber dann doch immer so, dass ich gesagt habe, ja, doch, ich will das machen und so. Habe aber dann letztendlich gedacht, gut, gehst du ins Büro? Ich habe dann halt ein Jahr Berufsfachschule Wirtschaft gemacht und habe dann gesagt, ja gut, gehe ich ins Büro, da verdiene ich mehr. Und pflegen kann ich meine Kinder später, kann ich meine Eltern später immer noch. Darauf kommt es jetzt nicht an. Aber als ich dann, wie gesagt, das eine Jahr gemacht habe, dann war das so doof. Also ich habe gemerkt, dass es überhaupt nicht meins ist und habe dann in dem Jahr auch noch, Praktikum gemacht in einem Krankenhaus bei uns. Und da war ich dann auch im Kreissaal, durfte eine Geburt miterleben. Habe dann noch auf der Station so ein bisschen geholfen, auf der Wöchnerinnenstation, und das war wirklich richtig, richtig toll. Und da stand dann für mich fest, okay, auf Deutsch, scheiß aufs Büro, du gehst doch dahin, wo du hin möchtest. Gut, ist jetzt gut, ne? Ja, auf jeden Fall bin ich dann ja mit meinem Freund ganz spontan hier hoch in den Norden gezogen. Und es war dann ein bisschen schwer, direkt eine Ausbildung zu finden. Und deswegen habe ich ein Jahr das FSJ gemacht, wie viele von euch schon wissen, und bin jetzt in dem Beruf drin und bin wirklich sehr glücklich. Das ist genau das, was ich machen möchte. Ja, so Praktikum, ja genau, das habe ich schon erzählt. Genau, wie das denn eigentlich ist mit dem Schichtsystem, weil ich habe ja einen Hund, ein Pferd und einen Freund und einen Haushalt. Das ist dann ja doch noch alles ein bisschen doof, unter einen Hut zu bekommen zum Beispiel, wenn das jetzt so ist, dass ich zum Beispiel Spätschicht habe und mein Freund hat ja einen ganz normalen Arbeitsalltag, genau, weil er ist dann morgen schon aus dem Haus. Dann bin ich natürlich meistens ein bisschen länger am Schlafen. Dann gehe ich meistens früh zum Pferd, weil dann ist nicht so viel los im Stall. Und ja, dann muss ich auch schon bald wieder zur Arbeit. Meistens kaufe ich davor noch ein, weil das ist, ich habe um 21 Uhr Schluss. Dann ist es immer alles so ein bisschen blöd, weil die Läden ja schon um 22 Uhr zu machen. Es fällt einem dann erst so richtig auf, wenn man dann wirklich so lange arbeiten muss. Naja, auf jeden Fall, ja, da ist es dann doch schon ein bisschen schwieriger. Mit dem Frühdienst ist es natürlich dann total einfach, weil ich dann schon um 14 Uhr Schluss habe, weil ich ja schon um 6 anfange. Dementsprechend ist es eigentlich, man muss halt seine Vorteile darin sehen. Ich denke mir halt immer so, wenn ich Spätschicht habe, gut, dann kann ich früh in die Halle, kann das Pferd bewegen, kann in Ruhe mit dem Hund raus und kann noch meine Einkäufe erledigen. Also es ist alles immer so ein Vorteil für sich, wenn man ihn halt erkennt, ne? Ja, wie ist das mit der Schule? Ich hatte gerade tatsächlich Schule. Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen und wollte für euch das Video machen. Ja, ich habe bis 15 Uhr Schule, außer Freitag, so habe ich bis 13 Uhr Schule und das ist halt wirklich sehr anstrengend, weil wir halt überwiegend Input bekommen und das dann den Tag über verarbeiten müssen, weil wir den nächsten Tag noch mehr Input bekommen. Also es ist wirklich immer rein, 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 rein. Und zum Ende des Theorieblocks schreiben wir dann eine Klausur. Also es ist wirklich sehr viel Lernen. Es fällt halt auch auf. Also sie sind ja schon am Überlegen, ob Pflege nicht studiert werden sollte. In anderen Ländern ist es auch schon durchgesetzt worden. Also man merkt wirklich, dass es viel zu lernen ist. Es ist wirklich nicht mal eben so, wie viele sagen, Arsch abwischen. Also es wird ja oft gesagt, Pflege ist einfach nur Arsch abwischen und so. Es ist überhaupt nicht so. Es steckt viel mehr dahinter. Man muss so viele Kompetenzen erfüllen, so viel Wissen haben mit Krankheitsbildern und so. Also es ist wirklich sehr anstrengend, das kann ich euch erzählen. Das ist wirklich so. Also der Wechsel zwischen
Arbeit und Schule ist richtig gut, finde ich, weil wir haben ja mal einen Block Arbeit, dann wieder einen Block Schule. Und das macht schon eine Menge aus, weil wenn man dann die ganze Zeit am Arbeiten war und dann mal einen Spätfrühwechsel hatte und diese ganzen Wechsel dahinter immer, ist es doch ganz schön, wenn man dann mal wieder Schule hat und seine Wochenenden frei hat. Doch, das macht schon was aus. Und der Vorteil in der Schule ist, ich habe halt, ich muss 2 Minuten zur Schule laufen, zur Arbeit laufe ich 9 Minuten. Gut, das ist auch kein Unterschied. Aber ja, ich laufe halt meine 2 Minuten zur Arbeit. Na, und wenn ich dann Pause habe, kann ich halt immer mit dem Hund gehen. Das macht schon eine Menge aus. Ja, auf jeden Fall. Gut, der Nachteil ist halt in der Schule, das mit dem Pferd dann hinzubekommen. Weil meistens ist die Halle dann voll ab 15 Uhr bis abends um 20 Uhr, weil auch Unterricht gegeben wird bei uns im Stall. Und da muss man dann immer so ein bisschen variieren. Wie gehe ich hin? Gut, meine Schule fängt erst um 8 Uhr an. Ich kann auch sagen, ich gehe noch um 21 Uhr zum Pferd und schlafe dann halt ein bisschen weniger. Ja, doch, es ist schon ein bisschen anstrengend, aber ich denke, wenn man das möchte, dann kriegt man sowieso alles hin. Also von daher, genau. Dann habe ich noch mal ein bisschen was. Weil ja bestimmt auch interessant ist, auf welcher Station ich so bin, also was ich so mache. Ja, ich bin auf der Kardiologie, das heißt Herz, alles was mit dem Herzen zu tun hat. Es ist schon richtig spannend, weil ja, da kommt wieder das Thema Krankheitsbilder. Es ist wirklich Wahnsinn, was man alles sieht. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Also ich habe schon in meinem FSJ viel gesehen, aber da war ich auf einer anderen Station. Und doch, es ist nochmal was ganz, ganz anderes als die andere Station, weil das war ja Geriatrie und jetzt mal auch so eine richtig, ja, ich kann das nicht beschreiben, das muss man glaube ich erleben. Es ist halt einfach viel, Geriatrie ist eher dieses ältere Menschen wieder in Gang bekommen mit Reha und so und auf der Cardio, das sind ja akute Fälle, sage ich jetzt mal, da kommen Leute mit einem Herzinfarkt hin und so. Also es ist wirklich sehr spannend und ich bereue es auf keinen Fall, dass ich den Beruf mache. Und ja, ich habe vor, die Ausbildung abzuschließen, hoffentlich gut. Und dann würde ich gerne noch eine Weiterbildung machen zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, je nachdem, weil, wie ihr wahrscheinlich wisst, ist ja Mangel an Pflegekräften und meistens kommt man dann auch schon mit einer normalen Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung auf die Gyn. Also dann ist es halt nicht so viel mit Kindern, aber man ist halt auf der Gyn und hat auch die Mamis um sich und die Babys. Ja, mal gucken, wie ich das dann mache, ob mir das auch so Spaß macht oder ob ich dann da, gut, ich mache auf jeden Fall noch eine Weiterbildung, da muss ich dann mal schauen. Aber erstmal jetzt Step by Step die Ausbildung fertig und dann vielleicht sage ich ja auch schon in der Ausbildung, weil in der Ausbildung ist es so, dass man einmal durchs ganze Haus läuft, man es gibt innere Stationen, dazu gehört jetzt auch die Cardio. Dann gibt es noch chirurgische Stationen, 2 Stück, und die Gyn und halt die Geri. Und wir müssen halt einmal auf einer inneren gewesen sein. Da bin ich jetzt zum Beispiel. Das ist meine Heimatstation, auf der ich auch später mein Examen haben werde. Und dann muss ich noch einmal auf eine chirurgische Station, auf die Geri und auf die Gyn. Und zusätzlich muss ich dann halt noch außerhalb des Krankenhauses arbeiten, also zum Beispiel in der Psychiatrie, im ambulanten Pflegedienst und so weiter. Also ist auf jeden Fall eine sehr spannende Ausbildung und ich freue mich schon auf alles, was noch kommt so in Zukunft. Und ja, wo war ich denn jetzt? Ich wollte noch irgendwas erzählen. Ich hab's vergessen. Naja, egal, auf jeden Fall. Ja, das ist so mein Vorhaben und dann mal gucken. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Ja, genau, vielleicht sage ich ja auch schon innerhalb der Ausbildung, oh Mensch, also Cardio gefällt mir wirklich sehr gut. Vielleicht sage ich auch nach der Ausbildung, oh Gott, ich will auf jeden Fall wieder auf die Station, wo ich jetzt war. Oder ich sage dann, oh nee, chirurgische Station hat mir besser gefallen. Also es ist ja ganz unterschiedlich. Entweder ich sage dann wirklich doch, ich will unbedingt bei den Babys sein und bei den Mamis. Oder ich entscheide mich dann letztendlich wirklich dazu, einfach auf einer inneren zu bleiben. Das ist immer ganz unterschiedlich. Man hat so viele Möglichkeiten mit der Ausbildung. Man kann studieren nach der Ausbildung und kann zum Beispiel als Lehrkraft in den Schulen arbeiten, wo ich jetzt gerade eben war zum Beispiel.
Also es ist wirklich so viel, was man machen kann. Es ist ja nicht so, dass man sein Leben lang in der Pflege bleiben muss. Einem stehen wirklich viele Möglichkeiten offen. Und das ist halt auch nochmal so ein Punkt, der mir persönlich sagt, ja, das ist genau das, was ich machen will. Weil wenn ich irgendwann sage, boah, irgendwie liegt mir das jetzt gar nicht mehr so mit der Pflege, ich möchte gerne mal was anderes machen, dann kann man was anderes machen. Das ist nicht so wie in anderen Berufen, man hat jetzt zum Beispiel das gelernt und muss dann da sein Leben lang drinnen bleiben, sondern man kann sich wirklich weiterbilden. Gut, das kann man in anderen Berufen auch, das will ich jetzt nicht abstreiten, aber man hat halt wirklich sehr viele Möglichkeiten. Ich würde bald sagen, mehr als bei anderen doch schon. Ja, genau, das war jetzt so das, was ich euch mitteilen wollte. Ich glaube, ich habe jetzt ja, alles gesagt, was ich sagen wollte. Wenn irgendwie noch Fragen sind, dürft ihr mich natürlich gerne über Instagram anschreiben. Mein Instagram-Account ist, ja, ich habe meinen Instagram-Namen geändert. Das ist fannys.lilworld. Ich werde ihn euch gleich mal hier unten irgendwo einblenden. Und dann könnt ihr mir da natürlich gerne Fragen stellen oder ihr hinterlasst einen Kommentar oder irgendwas. Ich werde euch auf jeden Fall antworten. Und ja, wenn ihr allgemein noch irgendwie Fragen habt, weil ihr irgendwie die Ausbildung machen wollt, aber euch nicht ganz sicher seid oder irgendwelche Fragen habt, ich versuche alles zu beantworten. Wie gesagt, ich bin selber noch im ersten Lehrjahr, das ist immer alles so ein bisschen. Ich kann auch nicht ganz so viel beantworten, aber ja, also wie gesagt, das meiste werde ich versuchen zu beantworten. Genau, und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann auch über ein Abo. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Dankeschön fürs Zuschauen.